Am frühen Morgen zieht eine riesige Rauchfahne über die Hamburger Außenalster. Aber es brennt nicht in Hamburg. Bereits in der Nacht bricht in Ellerbeck, kurz hinter der Hamburger Landesgrenze, ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stehen bereits zwei Hallen auf dem Gelände eines Holz- und Kunststoffhändlers im Vollbrand. Das Feuer droht auf weitere Gebäude überzugreifen. Mehrere Meter hoch schlagen die Flammen. Mehr als 150 Einsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinden im Kreis Pinneberg und Hamburg rücken an, um der Flammen Herr zu werden. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Das Gelände ist eng bebaut, die Hallen stehen dicht nebeneinander und die Freiflächen sind mit Holzpaletten zugestellt. Rund 10 Kilometer Schlauchverbindung werden verlegt, um die Einsatzkräfte aus Teichen, Rückhaltebecken sowie dem Hydrantennetz mit ausreichend Wasser zu versorgen. Ja, wir haben hier in Ellerbeck ein Großfeuer, eine Holzhandlung, die unter anderem Gartenzäune und Ähnliches herstellt. Dort brennt eine Lagerhalle oder mehrere Lagerhallen auf einer Gesamtfläche von etwa 70 mal 100 Meter. Wir haben mehr als 150 Feuerwehrkräfte aus verschiedenen Feuerwehren des Kreises Pinneberg hier im Einsatz mit Drehleitern und verschiedenen Löschfahrzeugen. Der dichte Qualm zieht zunächst nach oben. Doch nachdem er abgekühlt ist, hüllt er die nähere Umgebung ein. Über Rundfunk wird die Bevölkerung aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die ganze Nacht hindurch müssen die Einsatzkräfte den Brand bekämpfen. Sie können ein Übergreifen auf die Nachbargebäude verhindern. Im Licht des Tages wird das Ausmaß des Brandes sichtbar. Zu Ende ist der Einsatz hier noch lange nicht. Mit schwerem Gerät und noch mehr Wasser dauern die Nachlöscharbeiten bis in den Abend an. Ja, man sieht das hier hinter mir immer noch, wird gelöscht. Die einzelnen Brandnester werden abgelöscht. Wir greifen jetzt auch mit Baggern und einem Radlader hier in diese Gebäude ein, um dann diese größeren Packen noch ein bisschen auseinanderzuziehen und an die Glutnester besser ranzukommen. Bereits zwei Wochen vor dem Brand kam es auf dem Gelände zu einer versuchten Brandstiftung. Damals konnte das Regenwetter den Brand verhindern. Der Schaden dieses Feuers wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.